Ja, hallo meine Leute und willkommen zu meinem Video. Und zwar waren wir hier gerade, da waren wir stehen geblieben. Und jetzt will ich an dieser Stelle weiterspielen und los geht's. Nein, du willst nicht schwanger werden. Ihr könnt euch auch nicht so. Dann müsst ihr umziehen, um extra ein großes Haus. Aber ein großes Haus. Die Wohnung ist auch ein bisschen doof. Für. Aus dem Grund wollte ich sagen, dass das schon mal schlecht ist. Wenn noch einmal dieser Krach kommt, dann gegen die Tür trommeln. Dann ziehe ich. Was? Guck mal, die ist schon richtig aggressiv. Die Arme. Tag. So, und jetzt kannst du dich mal über diesen blöden Lärm beschweren, ne? Okay, da kommt so eine. Was liebt doch da allein? Wie denn über Lärm beschweren? Geile Ohrringe hast du. Aber sei mal ein bisschen ruhig. So, und jetzt hast du es davon. So, ich lese für euch das jetzt mal vor. Es tut mir leid, du hast recht. Das war ein bisschen rücklos. Warte, ich muss rücksichtsvoll wird. Also, was ich definiere jetzt mal in kleinen Schritten. Also, sie will sich entschuldigen, weil sie Lärm gemacht hat. So. Und sie ist. Und wo sind die Hunde? Die sind auch wegen dem Lärm wach geworden. Ich habe mich doch entschieden, dass ich mit 4K erstmal weiter spiele. Okay, wie dreckig ist der? Und. Ja. Und ich möchte auf jeden Fall doch lieber umziehen. Ich lasse die ganzen Sachen hier. Ist egal, außer das Tagebuch. Das gehört ja meiner kleinen Maus. Die Staubsauger nehme ich auf jeden Fall mit. Also zumindest den hier nehme ich mit. Und den. Das Essen natürlich auch drin. Ist ja von meinen Hunden. Oh, jetzt habe ich den Staubsauger. Dieses schöne Zimmer aufgeben. Egal, ich lade mal wieder Geld herunter. Weil vielleicht können wir uns sonst kein Haus leisten. Schreibt es mir bitte in den Kommentare, wenn ich. Den Mundhund. Wenn ich euch erklären soll, also sagen soll, wie dieser Trick geht, wie man sich Geld runterladen soll, dann schreibt mal bitte unten in die Kommentare. Und vielleicht, wenn sie umziehen können, kann sie vielleicht ein Kind ihr Haus umziehen lassen. Na klar, ich will auch hier nicht mal bei diesem Chaos wohnen. Außerdem ist das. Also das Zimmer innen drin ist schön, aber die Umgebung, boah. Ja, warten, warten, warten. Ich habe mich doch entschieden, um noch ein bisschen mit 4K zu spielen. Alles für euch. So, ich wollte mir ein hübsches Haus holen. Ja, da wohnen welche. Aber ich habe sie ja gar nicht einziehen lassen. Ach egal. Wahrscheinlich hab ich oder meine Schwester das gemacht. Und ich wollte euch ja noch an letzten paar sagen eigentlich, wie ich das gemacht habe mit den Häusern. Sollte ich mir das holen? Eigentlich suche ich ja noch ein bestimmtes.
was ich hier irgendwo doch hingebaut habe. Ja, dieses hier finde ich schick. Möbel behalten, Möbel verkaufen. Also, ich zeige euch natürlich, wie... Oh, das sieht schick aus. Naja, das sieht ein bisschen... ich muss eindeutig hier umbauen. Das ist nicht das größte Haus. Ach, der Teppich muss weg. Und warum ist der Briefkasten hier drin? Der muss doch draußen sein. Aber erstmal will ich einen Briefkasten mit einer Katze. So. Das kann eigentlich da bleiben. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Ich möchte es halt bequem haben, ne? Und wir haben ja auch noch Hunde. Das finde ich eigentlich ganz bequem. Kein großes Fernsehen. Ja. Halt nur noch das Kinderzimmer fehlt. So kein Gold. Das kann da bleiben. Das mache ich da mal weg. Die Akten bleiben einfach da und die Lampe braucht sie nicht. Wir haben sogar den, den man gar nicht kaufen kann. Hey, wie klein sind bitte die Zimmer? Ja, das ist so, wenn man 4K spielt. Aber die Grafik ist gut. Aber in den nächsten Videos werde ich wahrscheinlich irgendwann wieder mit 4K runtergehen. Aber wir brauchen eine Wanne wegen den Tieren. Das ist jetzt so mega schwer zu sehen. Bei dieser kleinen Schrift. Da, dann ist sogar noch die Badewanne zu. Anscheinend müssen wir diesen Korb leider aufgeben, oder? Ja. So, egal. So, fertig ist das Wunderwerk. Und dieser Teppich geht überhaupt nicht. Okay. Eigentlich das Zimmer finde ich eigentlich ja ganz schick. Aber das ist nicht für Kinder, glaube ich. Deswegen werde ich das mal... Okay. Den mache ich mal lieber dahin. Ein Kind braucht doch keinen also einen Schreibtisch natürlich, aber sie braucht Spielzeug und nicht hier so. Und das kann einfach hier hin in ihr Zimmer. Komisch. Ich muss wissen, wo höher diese Umhänge, das zeige ich jetzt mal. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo diese Ada-Umhänge. Sag ich doch. Aber ich glaube, das sind... Nein, das sind nur mit Hund und Katz. Schau mal, aber wo sind... Aha, da sind sie. Ich finde die Umhänge eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Also so zur Deko könnte man ja auch so einen kleinen Schuhranz dahinstellen. Mache ich auf jeden Fall auch noch. Aber jetzt müssen... Also muss ich... Eigentlich
einen kleinen Schreibtisch und am meisten den, der keinen Platz so richtig wegnimmt. Sonst hat sie kein Spielzeug. Leider. Das mache ich daneben, kann sie besser sehen, wenn sie Hausaufgaben macht oder so. So, und jetzt kommt das Spielzeug. Aber was heißt bitte schon Spielzeug? Da gibt's ja nicht so viel für die Kleine. Ja. Mit Puppen. Ich guck mal weiter, ob ich ihr theoretisch noch was anderes zum Spielen holen kann. Okay, mit dem hier kann sie theoretisch spielen. Aber sie braucht noch was zum Spielen. Hier zum Bauen kann ich ihr irgendwie... Das will, muss auf jeden Fall ins Zimmer. Etwas zu eng. Ich werde mal ganz kurz den Schreibtisch da wegstellen. Eigentlich sollte ich ja für die kleine Maus ja schon irgendwie ein... Das, eigentlich sollte ja die Tochter das größte Zimmer haben. Aber... Die Mutter hatte beim letzten, bevor sie umgezogen ist, hatte sie ja das kleinste Zimmer. Deswegen kriegt sie jetzt mal ein kleines Zimmer. Auf jeden Fall muss ich die Tapete ändern. Und was fehlt noch? Natürlich dieses kleine Nachtlichtlein. Aber eigentlich möchte ich eher so ein Bett geben. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das behalte ich auf jeden Fall trotzdem. Den Boden werde ich auf jeden Fall auch ändern. So. Tapete auch. So. Okay, das mache ich auf jeden Fall weg. Die Poster da. Das ist nichts für die Kleine. Guckt mal, das ist ein Kinderzimmer und das hängt da. Oh, geht. Und jetzt eigentlich nur noch das kleine Lichtlein. Wohin soll das? Dann muss ich wahrscheinlich das Fenster irgendwie umsetzen, wenn das jetzt nicht geht. So. Ups. Kommt einfach das. Nein. Doch, leider nicht, aber die Hunde brauchen ja auch noch was. Eigentlich wäre jetzt das Kind jetzt mal fertig. Oh, ich habe es falsch gemacht. Das war richtig. So. So. Dann fehlt eigentlich ja nur noch was für die Hunde. Aber das Zimmer finde ich eigentlich ganz okay. Für einen Erwachsenen. Ich finde es so schwer, bei dieser Grafik zu gucken. Für euch tue ich es. Ich lasse es holen. Also mal. Ich kann ja sonst nichts. Ja, ist jetzt auch egal.
Den Staubsauger, wo ist der? So. Entschuldigung, dass ich gerade gehustet habe. Und einen kleinen Quietscheball. Kommt einfach ins Wohnzimmer. Sind ja eigentlich nur zu zweit. So. Die Gardinen gehen mal lieber weg. Da hinten lieber auch. Wir haben gar keinen Nachbarn, aber wir haben einen Spielplatz. Muss ich wenigstens nichts im Garten hinbauen. Da könnten sie sich theoretisch auch hinsetzen. Da ist ein Einkaufsladen. Da hinten ist noch ein Haus. Hier ist halt Schuranzen, aber... Und da ist ja noch ein so ein Ding. Nein, das nicht. Ladestation. So. Und jetzt bin ich eigentlich fertig. Oh, was ist das denn? Ach ja, die Kamera. Oh, hier war nicht. Genau. Diese blöde Kamera. Leider kann man sie nicht weg. Sie hat vergessen, Hausaufgaben zu machen. Ja, geh einfach schlafen. Meine geht ja. Sind denn die Hunde? Wo sind die denn? Das sieht so dreckig aus, der Hund. Muss sie extra aufstehen. Oh, jetzt ist die auch wach. Einschalten. Alle. So, jetzt sind die so oder so wach. Du musst gewaschen werden. Streicheln hochnehmen. Du musst erstmal nicht baden. Baden. Hoffentlich beißt er sie nicht und danach kannst du... Aber erstmal der Hund. Okay, da. Dennoch wirst du auch gewaschen, dennoch sie. Ja, da ist ein Einkaufsladen. Da ist wahrscheinlich so viel Wasser, weil sonst ertrinken sie oder so. Voll süß. Schau doch mal ganz leider nicht. So, und jetzt gehst du bahn. Oh Gott, wie viel.
Hoffentlich macht er hier nicht ins Haus. Komm wieder live, dass das ist. Ach Gott. Bitten das Geschäft zu erledigen. Mach mal. Bitte. Der muss dringend raus. Der Hund. Die Hündin. Ja, jetzt sag Hallo und dann... Lass uns das Geschäft erlegen. Ist auch egal, wenn du es jetzt da erlegst. Ich mach's weg. Los, leg los. Aufwischen, planschen natürlich nicht. Jetzt macht er sein großes Geschäft wahrscheinlich. Wie ich es vermutet habe. Ab in den Mülleimer. Wo ist denn jetzt der andere Hund? Durch. Das sind total dreckig. Alle fühlen sich dreckig oder sind dreckig. Und sie ist immer noch in der Badewanne. Ich finde eigentlich das Haus finde ich sehr, sehr schick. Ich glaube erstmal wohnen die da. Ein paar Parts. Gottchen, ne? Bleibt er draußen, er kann noch rein. Hör mal, nicht vom Teufel spricht. Der Arme. Du brauchst dir nicht helfen. Warte erstmal, du machst das hier erstmal sauber. Und dann noch holst du den süßen Hund da rein. Bist du schon wieder krank? Was hast du denn? Dass du mal so viel krank bist. Warum ist dieser Briefkasten drinne im Haus? Brief. Ah. Boden. Ich suche einfach mal weiter. Ich gucke einfach mal hier beim Müll. Da muss ich... Mist kriegen wir leider nicht. Den finde ich schick. Sie wischt gerade auf. Gleich kannst du eine kleine Runde baden gehen. Aber du musst doch um 8 in die Schule. Und auch wenn sie das aufgewischt hat. Du machst jetzt was zu essen. Wir haben keinen Kühlschrank. Ich glaub's nicht. Wir haben keinen Kühlschrank im Haus. Warum bin ich... Ich will das auch gar nicht. So, irgendein... Okay. So. Den mach jetzt... Den... Ach, der passt jetzt am Ernst, wie mit diesen blöden Dingern. Was ist denn jetzt da, dass der da jetzt nicht reinpasst?
verstehe es. Ich verstehe es. Dann müssen. So, das kommt dann einfach wieder dahin. Mülleimer kommt dahin. Und der Kühlschrank kommt jetzt einfach dahin. So, und jetzt Frühstück servieren. Ah ja, und Toast. Hast du? Bist du fertig? Gut, du gehst in einer Stunde los und dann wirst du auch wahrscheinlich schon fertig mit Baden. Und Hausaufgaben hast du auch schon gemacht. Super. Okay, da mag es anscheinend. Sie. Wenn sie nachher nochmal gewartet werden. Gottchen, der Arme. Mama, schnell das Essen, der Arme. Danach. Oh Gottchen, tut mir so leid. Komm, Arbeitshaus. Arbeitshaus. Hochnehmen. So. Anches. Anches. Der Arme, der war da die ganze Zeit. Bist du jetzt fertig mit Baden? Ja, bist du. Erstmal danach auf die Toilette, meinte ich. So, und du, laufst ihn bitte das Geschäft erledigen. Oh Gott, die ist müde. Ja, halt den Mund jetzt. Tee zum Essen noch. Zum Essen. Ah, der macht so. Los ist jetzt. Ups. Aufwischen. Ja, und da könntest du theoretisch jetzt sie zum Essen rufen. Die geht einmal nicht in die Schule. Du sollst zur Schule gehen, Mädel. Und der hat's abgeschlossen. Wer hat denn die Medizin von euch? Mist. Stop. Wo ist die Medizin?
Gott. Sie ist voll hübsch. Okay. Okay. Bin schick getroffen. Ja. Ganz schönes Bild. Lesen. Gott, sie ist krank. Schon wieder. Ich glaube, sie hat irgendeine Katzen- oder Hundallergie. Hundallergie wahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle wieder einen Cut. Ich hoffe, es hat das Video euch gefallen. Lasst ein Abo, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt Kommentare, empfehlt mich weiter, guckt bei meinem Vater vorbei. Ja, ich hoffe, euch hat das Zuschauen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, tschüss, bye bye, eure Fearscream. Tschüss.